Hi, hier ist der Frank von Wir kochen was. Da auf dem Teller seht ihr ein bisschen Feldsalat, Kartoffelecken und Lachs, den wir mariniert haben und in dieser Marinade dann schön gegart und gebraten. Ja, dann will ich euch erklären, wie es geht. Lasst uns beginnen. In aller Phyllis Blue. Hi, hier ist der Frank von Wir kochen was. Wir wollen ja jetzt unseren schönen Lachs einlegen und eine Marinade dafür bauen. Für diese Marinade gebrauchen wir halt ein paar Sachen. Ich habe mir mal eben hier schon einen Löffel hingelegt. Ich habe jetzt ein bisschen größeren Löffel. Das heißt, wir brauchen als erstes ein bisschen dunkle Sojasauce. Davon nehme ich 2 Löffel. So, dann habe ich hier ein bisschen Sesamöl, das ist ein halber Löffel, und dann unser geliebtes Ketchup Manis, davon nehme ich halt auch einen Löffel. So. Das Ganze müssen wir jetzt ein bisschen vermengen. Dann schmeiße ich da noch die 2 Chilis rein. Die muss ich jetzt gleich erstmal klein schneiden. Dann mache ich da noch ein bisschen Zucker rein. Das kann ich auch jetzt schon machen. So. Das vermengen wir jetzt alles und dann muss ich eben schnell meine Chilis richtig klein schneiden. Die sollen hier jetzt auch noch mit rein. Diesmal nehme ich die Kerne mit. Die sind zwar mega scharf, diese Chilis, aber ich will halt auch ein bisschen Leistung haben heute, weil da ist jetzt Zucker drin und die Sojasauce ist ja auch eher so ein bisschen süß. Deshalb können wir uns das halt heute so ein bisschen erlauben. Ich mache die jetzt so richtig klein. Meinst du die Ketchup-Manis? Ja, die ist auch süß, aber die Sojasauce macht das Ganze auch ein bisschen süß, so dass die Leistung von den Chilis halt so ein bisschen verloren geht. Deshalb kann man da jetzt ein bisschen mehr nehmen, obwohl diese Chilis hier schon recht kräftig sind. Kleiner Tipp, man kann natürlich auch, wir essen nachher diese Kartoffelwings dazu. Da kann man natürlich auch so ein bisschen was davon mit ins Fett schmeißen, wenn man die brät, dann schmecken die noch viel besser. So, dann tun wir das mal da rein. Und dann kann gleich mein Fisch da rein. Den habe ich schon mal klein geschnitten. So. Man ja auch nichts, dass irgendwas verloren geht. So, das ist jetzt meine Marinade. Da tue ich jetzt schön den Fisch rein. Den habe ich hier schon liegen. Und habe den schön klein geschnitten. Und dann tue ich den jetzt hier einfach mal hinein. Die Stücke sind jetzt noch ein bisschen verschieden groß oder verschieden dick. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Das fällt nachher beim Braten gar nicht so auf. So. Das Ganze muss jetzt da so eine halbe Stunde drin bleiben. Ich vermenge das gleich schön mit der Hand, damit es überall schön da dran ist. Dann eine halbe Stunde und dann tun wir das gleich in die Pfanne. Und dann wird das schön gebraten. Das wird super lecker. So, ich habe jetzt eine halbe Stunde Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, dann tun wir als erstes unsere Kartoffeln hier in die Pfanne. Das sind so Ecken, die habe ich halt bei unserer günstigen Discounter mir gekauft. Die müssen jetzt hier so ein bisschen vor sich hinschmoren. Schön crispy werden, dann werden die richtig gut. Da schmeiße ich jetzt noch mal eben schnell die Chili.
Chili rauf. So, ich habe jetzt hier noch ein bisschen Chili ganz, ganz klein geschnitten. Das tue ich hier noch mit rein. Das gibt dem Ganzen halt so ein bisschen Flavor. Ich glaube, es ist ein bisschen wenig Fett hier. Das ändern wir nochmal ein bisschen zu groß. So, die Kartoffeln braten hier schon schön. Chili ist drüber. Dann gehen wir nochmal ein bisschen hier mit der Leistung runter. So, die können wir jetzt so ein bisschen vergessen, glaube ich. Ja, die können wir jetzt so ein bisschen hier vergessen und missachten. Jetzt machen wir mit meinem Lachs weiter. Der ist jetzt schön hier etwas mehr als eine halbe Stunde durchgezogen. Sieht ja auch klasse aus. Und das Ganze tun wir jetzt hier schön in die heiße Pfanne mit dem heißen Fett. Super. Das gibt nachher schön noch ein bisschen Soße dabei. Und jetzt muss das Ganze hier nur so ein bisschen vor sich hingaren. Muss man halt so ein bisschen umdrehen immer, damit es halt von allen Seiten schön Wärme bekommt. Braucht jetzt ungefähr so 10 Minuten, Viertelstunde. So, ich glaube, unsere Kartoffeln sind schon ganz fertig. Das sieht ja gut aus. Sehr gut, dann werde ich die schon mal hier auffüllen. Ja, die sind schon klasse. Ich tue mal jetzt nicht so viel auf. Wir haben noch ein bisschen was in der Pfanne. So. Der Lachs sieht super aus. Schöne Soße dabei. Den machen wir mal aus. Und dann tun wir mal hier so ein paar Lachsteile hin. Klasse. Möchtest du ein bisschen Soße? Sehr gerne. Supi. So. Ja, das ist halt eine schnelle Nummer. Man darf natürlich jetzt hier beim Braten des Lachses da nicht drin rumrühren, wie verrückt. Dann ist das natürlich alles gleich kaputt und nur noch Brei. Das wollen wir alle natürlich nicht. So. Und auch ich bekomme ein bisschen Soße. Tibi-Tobi, das sieht doch gut aus. Ja, ich würde sagen, das war Franks schnelle Nummer, um mit Herrn Henslers Worten zu sprechen. Super schnell gemacht, ganz einfach. Wenn euch diese schnelle Nummer gefallen hat, abonniert uns, gebt uns einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao, ciao.